Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Trash-Päckchen. Ja, sowas in der Richtung auf jeden Fall, weil die liebe Michaela hat mir nämlich bei Instagram geschrieben, so nach dem Motto, hör mal, guck mal hier, Lust auf ein Trash-Päckchen, brauchst mir nicht zu schicken, ich will dir meine ausgesortierten Sachen schicken. Ja, nee, aber ich muss dazu sagen, Michaela hat mir schon mal was zugeschickt und ich glaube, ich war da ziemlich angetan von und deswegen wollte ich jetzt mit euch zusammen diesen Karton öffnen. Und ja, ich schaue jetzt mal rein und zeige euch die Sachen, die Michaela mir geschickt hat. Sehr schöne Servietten, schaut mal, das sind so Sugar Skulls, heißen die so? Ja, auf jeden Fall, hier Tag der Toten und so, ne, in Mexiko. Mexiko. So, dann tun wir das mal zur Seite. So, als erstes haben wir hier ganz viele Masken, aber richtig viele. Wenn das alles Masken sind. Oh mein Gott. Ja, gucken wir doch mal. Rival de Loop, Entspannung für die Augenpartie. Das sieht auf jeden Fall, auf dem Foto sieht das ziemlich schick aus, ne? So schaut das aus, wird benutzt, definitiv. Chacoral Lemonade. Ich denke, das ist eine Sheetmask, genau. Ziemlich cool. Ich muss unbedingt jetzt wieder ein bisschen mehr Tuchmasken benutzen. Ich habe nämlich letztens auch gedacht, so, die sammeln sich aber ganz schön wieder an. Jetzt habe ich hier 1, 2... Das sind aber verschiedene. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, mein lieber Scholli. Koreanisch oder sowas? Ja, made in Korea. Das sind solche Masken. Einmal, oh Gott, beziehungsweise zweimal. Warte mal, ich guck mal eben. Ach, das ist Volcanic. Ja, genau. Einmal die dreimal die Volcanic Mask. Mehr kann ich euch nicht vorlesen. Kriege ich nicht hin. Ja, cool. Und 1, 2, 3, 4, 5 mal die Aloe Vera Maske. Aber mir gefällt die Optik schon alleine von diesen Tuchmasken, muss ich ja sagen. So, Dresdner Essenz, Körpercreme. Aha, für zwei Anwendungen. Kann man hier? Nee. So schaut das aus. Isana Lip Patch. Das ist so ein für Lippen. Für alle Hauttypen. Auf jeden Fall, um geschmeidigere Lippen zu kriegen, denke ich mal. Dann haben wir hier Fresh Fit. Das ist halt eine Fußmaske. Nicht Schuhmaske, also Fuß. Barfuß ist genau... Wärmende Fußmaske für die Nacht. Oh, das behalte ich definitiv. Tue ich direkt auf mein Nachtschränkchen, weil ich habe ja immer kalte Füße. Fußmaske für die Nacht. Happy Melon. Das ist auf jeden Fall keine normale, das ist nicht mit Wärmen, das ist ganz normal. Tuchmaske Aloe Vera von Montagne Jeunesse. Und eine, das ist wieder von dieser einen Korea-Marke, glaube ich, eine Koffeinmaske mit Kaffee Mokka. Ach, hier ist noch eine. Ach nee, hier sind noch welche. Dann haben wir hier noch die Müsli-Mousse-Maske. Das fühlt sich ja ein bisschen widerlich an, oder? Dann abschwellende Augenkorrekturpads. Achso, und dieses, das eine auch wieder. Die Augentuchmaske. Und dann halt auch abschwellende Augen. Die mag ich. Die habe ich allerdings jetzt in Gelb, aber das macht ja nichts. Ach, hier ist noch mal ein bisschen. Ja, dann nehme ich eine Raspberry-Joghurt-Tuchmaske. Eine Be Nature. Sieht so aus. Sehr clean, sehr ja, neutral gehalten, diese Verpackung. Und noch eine Tuchmaske von Montagne Jeunesse mit brasilianischem Schlamm. Ja, dann haben wir hier eine Seife, glaube ich. Pflanzenölseife, handgefertigt. Hm. Ja, die tue ich mir direkt in meine Schale rein. Finde ich gut, die lege ich mir direkt hier oben hin. Cool. So, dann haben wir hier, das werde ich, denke ich mal, weil sowas habe ich und ich finde es nicht so Bombe, werde ich weitergeben hier. Das ist so ein Make-up-Schwämmchen. Oh mein Gott. Dann haben wir hier nochmal so diese Augenpads. Abschwellende, geil, freue ich mich voll. Danke. Okay, wir fangen hier an. Was ist das Schönes? Kartoffelhandbalsam. Nach Waldviertler Bauernrezept. Kenne ich gar nicht. Riecht das nach Kartoffeln? Ah, okay, die ist noch zu. Ich werde die dann auch zulassen. Okay, wofür ist das denn? Ich denke einfach nur. Ja, cool. Ja. Dahin.
Bett ist nicht gemacht. Ja, faul. So, dann von Yves Rocher, was haben wir denn hier? Ein Peeling ist das. Aprikot-Powder, okay. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Körperpeeling, Pflanzenpeeling. Ein bis zweimal auf die Woche, oh ja, auf die Haut auch anwenden. Finde ich auch ziemlich cool. Danke sehr. Dann von Avon, davon habe ich auch noch ein paar. Das sind diese Sprühöl-Body-Sprays. Und da muss ich mal riechen. Ich finde die ganz toll, die Teile. Ja, das riecht gerade ein bisschen nach Alkohol. Müssen wir erstmal ein bisschen, oh, schön, wirken lassen. Oh, ich finde diese Skin So Soft-Reihe mega cool. So, cool, cool, cool. Dann haben wir von Olas straffende Nachtpflege für die Nacht. Wer hätte das gedacht? Ist noch original verpackt, lasse ich auch original verpackt. Das landet einfach in meinem Schrank, weil ich habe da alles Mögliche drin und das passt dann. So, Douglas Gentle Hand Cream Toffee Apple. Okay, ist die schon, kann man da dran riechen hier? Muss ich mal ausprobieren. Aber die sieht auf jeden Fall so wie nach einem guten Balm aus. Aber Apfel und Toffee? Ja. Nee, der Duft ist nicht ganz so meins. Das wird dann mal in einem Trash-Päckchen oder sowas kommen. So, dann haben wir von Revlon einen Nagellack. In der Farbe 620 Roulette Rush. Das kommt da rein übrigens. Also das war übrigens was anderes. So, dann haben wir hier von... Was ist das denn Schönes? Ist das Yves Rocher oder was ist das? Keine Ahnung. Made in France. Könnte hinkommen mit Yves Rocher, ne? Ah, hier unten steht es doch. Ja, Yves Rocher. Brilliant Shine. Das ist wahrscheinlich ein Lippenstift. Machen wir doch mal auf. Eigentlich lasse ich immer sowas ja gerne zu. Aber der sieht ein bisschen so aus wie der Lippenstift oder Lipgloss eigentlich, den ich jetzt gerade trage. Kriege ich das Ding nicht auf. Da. So schaut der aus. Ziemlich billig verarbeitet, muss ich sagen. Ah, aber guckt mal. Den swatche ich jetzt doch mal. Boah, der riecht aber gut. Ja, ich kann mir sowas sehr gut vorstellen. Das ist einfach nur so ein schierer Lippenstift. Der ist schön. Gefällt mir. Danke. So, dann, das hatte ich schon mal, das ist richtig gut, von Douglas, so ein Augen-Make-up-Entferner-Zeugs hier. Dahin. Dann von Isana, Handschaum-Vanilla. Mhm. Dann, oh, guck mal, so kleine Schwämmchen, wofür sind die? Ach, hier ist noch das Hauptding davon. Das ist Geschirr- und Topfreiniger von Flink und Sauber, das ist so ein Ersatzding. Ja, cool. Kann man auch immer gebrauchen. So, dann haben wir von Balea Handsorbet Perfect Pink. Das habe ich im Moment in groß auf der Arbeit stehen. Ist nicht die Welt, ne, muss ich sagen. Ist jetzt nicht das Geilste, aber coole Sache. So, dann noch eine Handcreme. Reichhaltige Handcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Shea-Butter. Und beide Gerüche mag ich. Ich mag Granatapfel und ich mag auch Shea-Butter. Finde ich auch gut. Ein Rossmann für alle. So, dann haben wir hier Altera Augen-Make-up-Entferner mit Micellentechnologie. Finde ich auch gut. Sehr gut sogar. Ach ja, womit habe ich das verdient, Mensch, Michaela? Michaela. Straffende Augencreme von Judith Williams. Heißt das so? Ja, finde ich auch gut. So, dann von, was ist das denn? Was hatte ich schon mal in der Richtung? Ah, das riecht gut, das Spray. Smoothing Hand Cream. Ach, auch eine Handcreme. Auf jeden Fall, ich denke mal, dass es irgendwas mit Honig ist. Cool, dahin. Dann haben wir hier Sun Ozone Selbstbräunungsspray. Das gebe ich weiter. Ich habe da immer so einen Schiss, ne? Für einen natürlich aussehenden Sommerglow. Nein. Das kommt tatsächlich in meine Schublade. So, dann haben wir hier Zellentechnologie. Abschminktücher, die bleiben hier an meinem Schminktisch. So, dann haben wir Isana Peel-Off-Maske und Isana Zwei-Phasensystem. Wofür ist das denn? Achso, für Haare.
Einmal, zweimal. Isana, Isana. So, dann Olympia Intense, geil, da freue ich mich drauf. Oh, ich habe das normale Olympia Parfüm, habe ich ja von meinem Freund. Ich glaube, zu Weihnachten Geschenk gekriegt. Das ist jetzt das Intense. Cool, werde ich benutzen. Dann haben wir hier, ich denke, das ist ein Beauty Blender, genau. Achso, so ein, guck mal, der ist so ein bisschen speziell. Von Feuer Beauty ist das. Wartet. Au, ich schmeiß mal direkt weg, das Ding. Und, okay. Wofür soll das jetzt? Achso, um den einfach so festzuhalten, ist das wahrscheinlich, weil da sind so Einbuchtungen drin. Seht ihr das? So, genau, jetzt sieht man es. Ich probiere es gerne aus. So, dann haben wir hier etwas so ein bisschen Eingewickeltes. Oh, von Rituals ist das ein Schaueröl. Ja, in diesen Happy Buddha. Mag ich Happy Buddha. Und dann voll cool. Ich denke mal, also ich sag mal, ich creme mich ja ungern mit Obstkorb ein. Aber der ist angenehm, der ist so ein bisschen sauer und überhaupt nicht benutzt. Oh ja, der ist schön. Und dann das Peeling dazu. Mega, ja. Boah, ist das krass, das sieht aus wie Himbeermarmelade. Cool. Mega geniales Paket. Leute, 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 geil. Da ist jetzt nichts mehr. Nothing, nothing. Ja, oh. Mega cool. Ich muss das mal eben zumachen wieder. Das hole ich raus. Geil. Danke, Michaela. Michelle. Ich danke dir vielmals für dieses irre tolle Paket mal wieder. Ja, super lieb. Ich mache mir jetzt mal eben das hier weg. Ich danke dir. Ich danke dir einfach und euch allen anderen fürs Zusehen. Vielen Dank. Ich bin mal wieder so froh, dass ich so tolle Zuschauer habe. Echt jetzt. Naja, bis dann. Ciao.